Hier ist das Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Das Endspiel der Fußball-Europameisterschaft verlor heute in Belgrad die Mannschaft der Bundesrepublik gegen die Elf der CSSR. In einem dramatischen Spiel gelang Hölzenbein buchstäblich in der letzten Sekunde der regulären Spielzeit der Ausgleich zum 2:2 Unentschieden. In der nachfolgenden Verlängerung von 2x15 Minuten fiel jedoch kein entscheidendes Tor. Der Europäische Fußballverband UEFA hatte heute in Belgrad für diesen Fall beschlossen, dass das Spiel nicht wiederholt, sondern durch Elfmeterschießen entschieden wird. Dieses Elfmeterschießen entschied die Mannschaft der Tschechoslowakei mit 5:3 für sich. Über den Spielausgang sprach Rudi Michel mit Bundestrainer Helmut Schön. Ja, Helmut Schön, doch noch zwei Worte zu dem heutigen Spiel. Ich glaube, die Frage wird einfach kommen müssen, die wird zu Hause bei den Zuschauern auch gestellt. Haben Sie irgendetwas zu bereuen? War es richtig, mit Wimmer und Müller zu beginnen und Flohe erst später hereinzunehmen? Oder hätte man es auch anders machen können? Ja, das hätte man selbstverständlich anders machen können. Aber es war schon gut, denn die Leistung, die Flohe in der zweiten Halbzeit gebracht hat, der hätte sicherlich nicht das ganze Spiel spielen können. Also er war doch ein frischer Mann. Und Hagi Wimmer hat auf seine Art ja auch zum Konditionsverlust seines Gegners beigetragen. Das war schon unser Gedanke. Und ich glaube, das war sicherlich nicht ausschlaggebend für das Spiel, denn es ist ja auf andere Weise entschieden worden. Wenn wir noch ein bisschen mehr Abstand haben, werden wir allerdings sagen, so ein großartiges Turnier hat es lange nicht mehr gegeben. 4 Spiele mit 4 Verlängerungen, alle hervorragend, sogar gestern das Spiel um den 3. Platz noch passabel. Und wir werden eines Tages froh sein, dass die Fußballmannschaft der Bundesrepublik Deutschland hier mit eine entscheidende, wenn auch nicht die siegreiche Rolle gespielt hat. Aber man muss ja auch mal verlieren können. Der Brandanschlag auf ein Hamburger Anwaltsbüro am Freitag hat ein Menschenleben gefordert. Eine 54 Jahre alte Frau, die bei dem Anschlag schwer verletzt wurde, ist nach Angaben der Polizei heute Abend gestorben. 5 weitere Verletzte konnten inzwischen aus dem Krankenhaus entlassen werden. Das Attentat galt offenbar dem 43 Jahre alten Rechtsanwalt Langner, der im gegenwärtigen Prozess gegen Mitglieder der Bader-Meinhof-Gruppe als Pflichtverteidiger bestellt worden ist. Obwohl die Hamburger Polizei 25.000 Mark Belohnung aussetzte, hat sie bisher keine Hinweise auf die offensichtlich extremistischen Täter. In Italien ist heute nach einem turbulenten Wahlkampf der erste Tag der wichtigsten Wahlen seit Kriegsende ruhig und friedlich verlaufen. Bis heute Abend haben etwa 76,3% der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Erste Wahlergebnisse werden morgen Abend erwartet. Mehr als 40 Millionen Italiener sind heute und morgen Vormittag an die Urnen gerufen, um über ein neues Parlament zu entscheiden. 9 Parteien sind um Sitz und Stimme angetreten. Das Hauptinteresse, vor allem im Ausland, gilt der Frage, ob es der kommunistischen Partei von Enrico Berlinguer gelingen wird, stärkste politische Kraft in Italien zu werden. Bei den Regionalwahlen im vergangenen Jahr war die KPI bis auf 2 Prozentpunkte an die führenden Christdemokraten herangerückt. Die Democrazia Cristiana, hier Staatspräsident Leone, ist seit 30 Jahren ununterbrochen an der Regierung. Die Bundesregierung in Bonn verfolgt die Entwicklung in Südafrika mit wachsender Sorge. Sie will den Aufenthalt des südafrikanischen Ministerpräsidenten Forster in der Bundesrepublik dazu nutzen, die, wie Außenminister Genscher heute in Bonn wörtlich erklärte, Dringlichkeit der erforderlichen Maßnahmen vor Augen zu führen. Die Bundesregierung habe seit langem immer wieder mit Nachdruck betont, dass eine Politik der Rassendiskriminierung die elementaren Menschenrechte verletze und eine Gefahr für Frieden und Stabilität darstelle, heißt es in Genschers Erklärung weiter. Der Außenminister trifft seinen südafrikanischen Amtskollegen Muller am Dienstag. Am Freitag wird Ministerpräsident Forster mit Bundeskanzler Schmidt zusammenkommen. Forster ist in Begleitung seiner Frau heute in Bonn eingetroffen. Er wird dort am Montag und Dienstag eine Konferenz südafrikanischer Botschafter in Europa leiten. Am Mittwoch und Donnerstag hat Forster in Bayern einen 2-tägigen Meinungsaustausch mit dem amerikanischen Außenminister Kissinger. Der Kartellverband der katholischen deutschen Studentenverbindungen CV, dem über 30.000 nicht schlagende Mitglieder angehören, beendete heute in München einen Kongress zum 120-jährigen Bestehen der Organisation. Das Thema der Tagung: die christliche Soziallehre in der Familienpolitik und der Arbeitswelt. Dazu als Gastredner der christlich-sozialen Politiker Tindemans. Stärker als man ahnen könnte, dass bei Ihnen in der Bundesrepublik offensichtlich
die Diskussion über die christliche Soziallehre einen neuen Start genommen hat. Außer der Bundesrepublik kenne ich keinen anderen westlichen Staat, wo eine nennenswerte Strömung zur Wiederbelebung der christlichen Soziallehre greifbar ist. Krankheit, Vereinsamung und erzwungene Untätigkeit sind bei alten Menschen die Hauptursache für Selbstmord. Diese Bilanz wurde auf dem Jahreskongress für Altersforschung aufgezeigt, der heute in Berlin zu Ende ging.